Hallo und ganz herzlich willkommen zu Herr Stroms Ursachen. Heute einer sehr kurzen, sehr besonderen, sehr kleinen, sehr monothematischen Sendung, denn eigentlich bin ich gar nicht hier. Magic, ich bin heute in Frankfurt und halte einen Vortrag vor einer illustren Schar von Verantwortlichen der Uhrenindustrie, deutschen Uhrenhersteller. Also ganz, 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 ganz spannende Leute zum Thema Content Creating. Deswegen bin ich nicht hier und mache trotzdem was, nur alleine für Sie. Das ist der Punkt Nummer eins. Der Punkt Nummer zwei, den mache ich jetzt nach einem ganz kurzen Jingle. Der Punkt Nummer zwei und eigentlich für Sie der wesentlich wichtigere. Ich habe etwas hier, das ich Ihnen unbedingt zeigen möchte. Und das muss ich Ihnen heute zeigen, denn es war kaum im Shop und schon verkauft. Schon war diese wunderbare Uhr weg. Und es passt so super zum Thema Vintage. Sie kennen meine Liebe zu Vintage. Und ich habe schon mehr als eine Sendung gemacht. Risiken, Nebenwirkungen von Vintage. Wie, was, wo, warum. Wie so Vintage aussieht und auf was man da so ein bisschen achten sollte. Und wann Vintage richtig gut ist und einigermaßen safe. Und so ein Paket habe ich gerade reinbekommen. Und zwar eine wunderbare Omega Seamaster, die genauso alt ist wie ich. Sie wird nämlich in diesem Jahr 50 Jahre. Ganz, ganz herzlichen Dank auch jetzt schon für Ihre Glückwünsche. Diese Uhr ist Baujahr 1974. Und was an dieser so besonders ist, ich zeige Ihnen mal einen ganz kleinen Schwenk. So, da sehen Sie es schon mal. Da gibt es einiges zu gucken bei dieser Uhr, aber ich komme jetzt mal zur Uhr. Also, das ist in der Originalverpackung eine Omega Seamaster. Und zwar hier am, schon mal montiert, am Lederband. Das ist nagelneu, das Stahlband zeige ich Ihnen gleich. So, um mal den schnellen Überblick zu geben, wie sowas dann am Handgelenk aussieht, eine Seamaster, die eine Größe hat von 38 mm, aber trotzdem am Handgelenk richtig, richtig erwachsen wirkt. Und wenn Sie sich fragen, was ich da an meinem Handrücken habe, ich habe gestern Brombeerhecken geschnitten. Und das ist so das Überbleibsel davon. Wir haben also hier eine Omega Seamaster aus 1974. Und zwar ist das die Referenznummer 145.0.29 in einem Zustand, der mehr oder weniger richtig, richtig geil ist. Bevor ich jetzt noch näher auf diese Uhr eingehe, zeige ich Ihnen erstmal ein paar Bilder zu dieser Uhr in einem kleinen Video, denn dann sehen Sie den Zustand auch sehr genau. Sie sehen, diese Uhr ist im letzten Jahr komplett aufbereitet worden. Das heißt, so wie sie aussieht, die scharfen Kanten und die Schliffe, die Sie jetzt hier auch so ein ganz klein bisschen erkennen, ich muss gucken, dass es die Kamera ordentlich einfängt. All diese Schliffe sind nachbereitet worden, aufbereitet worden von einem absoluten Profi. Gucken Sie sich die Rückseite hier an. Das ist schon sehr, sehr geil. Diese Uhr ist nicht New Old Stock, diese Uhr ist aufbereitet,
aber wirkt natürlich wie neu. Das Seamaster-Logo mit allem drum und dran. Und vor allen Dingen haben wir hier zwar minimalste Spuren auch am Zifferblatt, die Sie so gar nicht sehen, die ich auch nur in den hochauflösenden Fotos gesehen habe. Und dieses wunderbare Blau also eigentlich fast perfekt. Und das Schöne dazu ist das Paket, das Sie jetzt auch gesehen haben im kleinen Video. Das möchte ich Ihnen hier zeigen. Hier gibt es von Omega den Archivauszug. Das heißt, da legen Sie ein bisschen Geld hin. Die Uhr muss zu Omega gesendet werden. Ich glaube, das Ganze kostet in der Zwischenzeit 500, 600 Euro. Dann senden Sie die Uhr dorthin und dann kriegen Sie die Uhr auch nochmal zurück mit diesem originalen und unterschriebenen Archivauszug. Da steht dann alles drin. Es ist eine Armbanduhr, die Referenznummer, das Kaliber. Dann auch natürlich die Nummer vom Werk. Wann diese Uhr genau produziert wurde, am 30. Oktober 1974. Und sie wurde nach Italien geliefert und in Italien dann verkauft. Das sieht man auch hier, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, an dieser originalen internationalen Garantiekarte, auf deren Vorderseite sie auch nochmal, damals noch Lochstreifen, 74, das war absolut State of the Art. Das sehen Sie dann auch in der obersten Zeile, die Referenz ST145. 029. Sie haben hier auch das Movement drin, das Werk, und Sie sehen hier, dass die Uhr nach Italien ging. Dort wurde sie dann auch verkauft. Das lege ich mal zur Seite und dann zeige ich Ihnen jetzt auch nochmal das originale Stahlband, was zu dieser Uhr gehört. Das typische klassische Klapperband, das Sie auch wunderbar verstellen können mit allem drum und dran. Auch das wurde perfekt aufgearbeitet. Die Endlinks liegen hier. Nicht, dass Sie denken, sie wären nicht da. Die sehen Sie gerade hier. Aber hier nochmal zum Band. Bis 19 cm. Handgelenksumfang tragbar. Das ist schon ein Kracher. Und den Stretch können Sie so messen. Natürlich hat das Teil Stretch. Die Uhr ist 50 Jahre alt. Aber das ist auch das, was ich letztendlich daran liebe. Und dann haben Sie hier natürlich auch, wenn Sie sich dann fragen, das Plexi sah aber neu aus. Ja, wurde alles getauscht. Das Plexi wurde getauscht. Hier sehen Sie auch die Krone drin. Sie sehen hier Kleinteile drin. Sie sehen die Dichtung. Sie sehen die Drücker, die ausgetauscht wurden. Das ist halt auch eine seriöse Revision, dass Sie alle diese Teile letztendlich mitbekommen. Und dann sieht nachher eine Uhr so aus. Das Band ist von Corrigia. Habe ich farblich gesehen genau angepasst. Ja, bevor Sie fragen, nein, die Uhr ist verkauft. Es hat, glaube ich, eine Viertelstunde gedauert. Dann war sie schon weg. Ich habe auch ein ganz klein bisschen geweint, weil ich gedacht habe, wenn sie keiner haben will, vielleicht habe ich sie, aber naja, das ist kein Ding. Ich hoffe, es hat Ihnen ein ganz klein bisschen Spaß gemacht, denn ich wollte Ihnen nur mal zwischendurch eine tolle, tolle Uhr zeigen, bevor sie jetzt auf die Reise geht, zu einem Kunden, der hoffentlich sehr glücklich damit sein wird. Ich bin froh, dass sie in an ordentliche Handgelenke kommt, dann ein ordentliches Handgelenk, denn ich kenne den Kunden, ein ganz lieber Stammkunde von mir, der sich jetzt schon mal wie Bolle auf diese Uhr freuen kann. In der Zwischenzeit ist sie wahrscheinlich schon bei ihm am Handgelenk. Das nur zwischendurch, ja, zum Zeigen. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, Abo dalassen. Wenn Ihnen dieses kleine, sehr kurze Format gefällt, also ich mal eine besondere Uhr habe, die es jetzt gar nicht zu verscherbeln gilt, sondern einfach mal zu zeigen gilt, und ich Ihnen das zwischendurch mal zeigen soll, sagen Sie mir Bescheid. Ich freue mich immer wieder drüber, denn ich liebe sowas, das finde ich richtig geil. Und guck sich mal das Armband an, das ist schon richtig gut. Obwohl ich Leder mag, aber so ein Stahlband finde ich richtig gut. Sie merken, ich bin begeistert. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie demokratisch. Bis demnächst, bis ich wieder da bin und Ihnen vielleicht mal irgendwann erzähle, was ich so die Woche über getrieben habe. Bis dann, ciao, Ihr Bernhard Strohm.